Elon Musk, Jeff Bezos oder Bill Gates. Wenn man an die reichsten Menschen der Welt denkt, kommen den meisten wohl sofort diese Namen in den Sinn. Doch wir haben uns heute mal die Frage gestellt, wer eigentlich die reichsten Menschen in den unterschiedlichsten Teilen dieser Welt sind und wie sie so leben. Heute präsentieren wir euch daher das kuriose Leben des reichsten und extravagantesten Mannes Afrikas, geben euch einen Einblick in das Privatleben des wohlhabendsten Chinesen und zeigen euch sogar den reichsten Bewohner der Antarktis. Es wird wirklich sehr kurios und spannend, also bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Beginnen wir zunächst mit dem kleinsten Kontinent auf unserem Planeten, Australien. Australien ist nicht nur der kleinste Kontinent, es ist auch der einzige Kontinent in unserer Liste, in dem eine Frau die reichste Person ist. Diese Frau heißt Gina Rinehart und sie ist wohl alles andere als eine typische Milliardärin. Denn trotz eines Vermögens von 30 Milliarden Dollar führt die Tochter eines australischen Bergbaumoguls ein sehr unglamouröses Leben. So verbrachte sie viele Jahre ihres Lebens damit, ihre Stiefmutter vor Gericht zu verklagen, da diese, laut Gina, angeblich ihren Vater umgelegt haben soll. Doch obwohl sie selber durch den Tod ihres Vaters dessen gesamtes Unternehmen erbte, verbrachte Gina Jahre im Gericht, um ihre Stiefmutter ohne irgendwelche Beweise ins Gefängnis bringen zu können. Letztendlich stellten sich die Vorwürfe als völlig falsch heraus und Gina Rinehart soll sogar Zeugen bestochen haben, um zu gewinnen. Obwohl der Prozess nun schon 20 Jahre her ist, hat Rinehart es nicht geschafft, ihren Ruf seitdem zu verbessern. Stattdessen klagte sie sogar gegen ihre eigenen 3 Kinder, verlor auch diese Prozesse und erklärte dann im Fernsehen mehrfach, dass die Australier einfach nur ein faules Volk seien und weniger trinken und rauchen sollten und dafür mehr ihrer Arbeit nachgehen. Ebenfalls schlug sie vor, dass man einen Mindestlohn von lediglich 2 Dollar am Tag einführen sollte. Letztendlich wurde sie so unbeliebt, dass ihre Kinder öffentlich versuchten, sie von der Kontrolle des Bergbauunternehmens zu entbinden. Inzwischen hält sie zwar weniger Prozente, allerdings ist das Unternehmen nun wieder so erfolgreich, dass Gina Rinehart auch mit nur 50% Anteilen zur reichsten Australierin und übrigens auch zur reichsten Frau der Welt wurde. Kommen wir nun nach Asien bzw. nach Ostasien zum reichsten Mann Chinas, Zhong Shan Shan. Auch wenn euch dieser Name nichts sagen wird, kennt ihr alle sein Produkt und nutzt es übrigens auch täglich. Und zwar verkauft Shan Shan Wasser. Er ist nämlich Besitzer des größten Mineralwasserkonzerns Chinas und verdiente mit dem Verkauf von einfachem Trinkwasser bisher unglaubliche 85 Milliarden Dollar. Doch Shan Shan ist anders als eigentlich alle anderen Milliardäre in dieser Liste. Er lebt nämlich ganz simpel und unauffällig in einer gewöhnlichen Mietwohnung in der chinesischen Großstadt Hangzhou. Auch seine Anfänge sind sehr einfach. So startete er als Journalist bei einer Tageszeitung und als er für einen Artikel eine Mineralwasserfabrik besuchte, begann sein Interesse an dem Thema zu wachsen. So baute er sein eigenes Unternehmen auf und während die Firma immer größer wurde, fing Shan Shan an, seinen Familienmitgliedern, seinen Freunden und auch entfernten Bekannten Anteile seines Unternehmens zu schenken. Inzwischen wurde so nicht nur er, sondern auch sein gesamter Freundeskreis zu Milliardären. Allerdings ist das Leben eines chinesischen Milliardärs kaum vergleichbar mit dem von westlichen Superreichen. In China gilt Protz und ein überschwänglich luxuriöser Lifestyle nämlich als sehr verachtenswert. Und auch Chinas kommunistische Partei geht immer stärker gegen Milliardäre vor, die ihren Reichtum öffentlich zur Schau stellen. Vermutlich ist dies übrigens auch der Grund, warum Shan Shan sich kaum in der Öffentlichkeit präsentiert und sich ebenfalls keinen Luxus gönnt. Kommen wir nun vom reichsten Mann Ostasiens zum reichsten Mann Südasiens bzw. zum reichsten Inder der Welt. Es geht um Mukesh Ambani. Ambani ist mit einem Vermögen von 96 Milliarden Dollar sogar der reichste Mann des gesamten asiatischen Kontinents und vermutlich zugleich auch der protzigste. Denn der Inhaber von Indiens größtem Chemiekonzern liebt es, seinen Reichtum auch zu zeigen. Als seine Tochter heiraten wollte, schenkte
schenkte er ihr unfassbare 100 Millionen Dollar, um so die extravaganteste Hochzeit aller Zeiten zu ermöglichen. Es wurden Weltstars wie die Musikerin Beyoncé eingeflogen, zudem fuhr ein Autokorso mit 100 Luxuslimousinen im Wert von 80 Millionen Dollar das Brautpaar zur Veranstaltung und unfassbare 2400 Angestellte wurden nur für die Feier engagiert. Doch das war nicht der einzige Luxus, den sich Ambani gönnte. Er wohnt zudem auch im teuersten Wohnhaus der Welt. Denn Ambani ließ sich sein eigenes 27 Stockwerke hohes Hochhaus bauen. Damit stehen ihm und seinen Kindern 37.000 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Das ist übrigens mehr als im Schloss Versailles. Alleine die unteren 6 Etagen bestehen nur aus einem Parkhaus, in dem Ambani und seiner Freunde und Familie Platz für über 168 Autos haben. Da Ambani allerdings selber eine Autosammlung von über 1000 Luxusautos besitzt, ist ihm die Garage des neuen Gebäudes immer noch zu klein und er ließ so ein extra Garagengebäude nur für seine Privatautos errichten. Als nächstes präsentieren wir euch nun den reichsten Menschen des ärmsten Kontinents der Welt, Afrika. In Afrika gibt es gleich zwei Personen, die sich den Titel des reichsten Afrikaners teilen. Und zwar Freedom Jacob Caesar und Aliko Dangote. Freedom Jacob Caesar kommt aus Ghana und auch wenn er sich immer wieder in der Öffentlichkeit als Prinz und Adliger inszeniert, so ist er eigentlich ein Selfmade-Geschäftsmann, der sehr kreative Projekte in seinem Heimatland aufgebaut hat. So erschuf er eine eigene Stadt namens Petronia City, die wie eine Art Industriegebiet aufgebaut war und inzwischen viele von Ghanas größten Firmen beheimatet. Dass Freedom Jacob Caesar sehr groß denkt, zeigen auch seine anderen Projekte. Seine Freedom-Bewegung bewirbt er als größte Charity Afrikas und mit einem eigenen Krypto-Coin will er inzwischen sogar sein eigenes Zahlungsmittel in Ghana etablieren. Auf seinem Instagram-Account zeigt er ihm allerdings auch immer wieder seinen extremen Luxus-Lifestyle mit teuren Autos oder maßgefertigten Kleidern, in denen er sich wie ein afrikanischer Adliger präsentiert. Doch mit einem Gesamtvermögen von 4 Milliarden Dollar ist er streng genommen nur der zweitreichste Afrikaner. Denn auf Platz Nummer 1 ist der nigerianische Unternehmer Aliko Dangote, der durch Rohstoffe und den Verkauf von Beton zum Milliardär wurde. Mit einem Vermögen von 11 Milliarden Euro ist er laut dem Forbes Magazine der reichste Afrikaner aller Zeiten. Weiter geht's mit dem reichsten Mann Südamerikas und jemandem, der seinen Heimatkontinent inzwischen sogar verlassen hat. Und zwar Jorge Paulo Lehmann. Lehmann ist geboren und aufgewachsen in Rio de Janeiro und der Brasilianer schaffte es, schon früh in seinem Leben in der Finanzwelt Fuß zu fassen. So baute er mit Kollegen die größte Investmentbank Brasiliens auf und hielt lange Zeit Anteile an Brasiliens größten Brauereiunternehmen. Inzwischen hat er ein Vermögen von über 14 Milliarden Euro und ist auch nicht allzu sparsam mit dem Geld. Statt nur in Brasilien zu leben, hat er gleich 3 verschiedene Wohnsitze mit seiner 7-köpfigen Familie. So hat er eine riesige Architektenvilla in einer der teuersten Gegenden der Schweiz. Und zwar direkt am Ufer des Zürichsee. Sein direkter Nachbar ist Tennislegende Roger Federer. Und die Kosten von Lehmanns Gebäude sollen bei schätzungsweise 50 Millionen Euro liegen. Ebenfalls besitzt er noch das teuerste Wohnhaus in Sao Paulo und eine Luxusvilla im amerikanischen Texas. In Brasilien ist der reichste Brasilianer allerdings kaum noch, da eines Tages seine Kinder auf dem Weg zur Schule von einer kriminellen Bande fast entführt wurden. Aus Angst vor weiteren Überfällen zogen sie dann in die Schweiz. Lehmann sei sein Heimatland nämlich inzwischen viel zu unsicher. Trotzdem ist er selber in Brasilien ein riesiger Held, denn Lehmann war in seinen 20ern ein sehr erfolgreicher Tennisspieler, der neben seiner Arbeit in der Finanzwelt es sogar schaffte, beim Davis Cup mitzuspielen und dann brasilianischer Tennismeister zu werden.
Kommen wir nun zum reichsten Menschen Europas und zu Bernard Arnault. Arnault ist der CEO und Teilinhaber der LVMH-Gruppe, die fast alle bekannten Luxusmarken unter sich führt, also Louis Vuitton, Dior, Fendi oder Sephora. Durch die riesigen Gewinnmargen der extrem teuren Produkte schaffte es Arnault, zu einem der reichsten Menschen der Welt zu werden und ein Vermögen von über 136 Milliarden Dollar anzuhäufen. Immer wieder gönnt er sich dafür allerdings auch privat riesigen Luxus. So errichtete er beispielsweise sein eigenes Museum, in dem er der Öffentlichkeit seine private Kunstsammlung präsentiert. Ebenfalls hat er ein riesiges Weingut in Frankreich, ein gigantisches Anwesen auf Saint-Tropez und eine der teuersten Yachten der Welt. Der reichste Nordamerikaner und gleichzeitig auch der reichste Mensch der Welt ist aktuell Elon Musk. Das Vermögen des Tesla-Investors und SpaceX-Gründers wuchs vor allem in den letzten Jahren so stark an, dass Musk inzwischen über 200 Milliarden Dollar wert ist. Statt allerdings eher zurückgezogen zu leben oder sein Geld für großen Luxus auszugeben, ist Musk ein Milliardär, der wie ein Star in der Öffentlichkeit steht. So begab er sich schon zur legendären Late-Night-Show Saturday Night Live, die er sogar moderierte, oder verkündete öffentlich, dass er die Social-Media-Plattform Twitter von seinem eigenen Geld kaufen wolle. Ebenfalls versuchte Musk sogar schon sein Geld dazu zu nutzen, den gesamten Hunger auf der Erde zu beenden. Als mehrere Hilfsorganisationen dann allerdings keine passenden Angebote machten, scheiterte sein Vorstoß und bis heute ist unklar, ob Elon Musk plant, sein gigantisches Vermögen eines Tages zu spenden. Musk gibt allerdings auch für sich selbst kaum Geld aus. So lebt er zum Beispiel in einem kleinen, portablen Haus, das gerade einmal 50.000 Dollar kostete. Zum Schluss haben wir noch eine nennenswerte Erwähnung für euch. Und zwar geht es um den Mann, der in den Medien oft als reichster Mensch der Antarktis bezeichnet wird. Dazu muss man allerdings erwähnen, dass es keinen einzigen Menschen gibt, der jemals wirklich in der Antarktis gelebt hat und dort auch geboren und aufgewachsen ist. Neben ein paar Forschungsstationen mit wechselnden Mitarbeitern und Touristen befindet sich also niemand auf dem Kontinent. Arnold Donald, der Manager der Firma Carnival, gilt trotzdem als reichster Mann der Antarktis. Sein Unternehmen Carnival verdient mit dem Kontinent nämlich extrem viel Geld und es ist eines der einzigen privaten Unternehmen, die überhaupt Geschäfte in der Antarktis machen. Carnival ist nämlich eine Schifffahrtsgesellschaft, die Kreuzfahrten in die Antarktis anbietet und dort auch mehrere Stationen besitzt. Seit Donald die Firma leitet, sind die Reisen zum kältesten Kontinent einer der größten Gewinnfaktoren und so wurde er mit einem Einkommen von über 100 Millionen Dollar zum indirekt reichsten Menschen des Kontinents. Das war's nun auch schon mit unserem Video. Like das Video gerne, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!